Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Workers and Resources Soviet Republic hier auf dem Kanal. Und wie ihr gesehen habt, hier oben hat es im 19. April 18 Grad. Das bedeutet, Temperatur hält Einzug. Das bedeutet, es wird sowohl kalt werden in unserer kleinen in unserem Sowjetstaat und es wird großartig werden, dass wir jetzt endlich mal ein bisschen Stress kriegen. Da, aber wie gesagt, das werden wir sehen. Das werden wir jetzt alle sehen. Meine Lieben, wir werden eine Straße bauen. Wir werden eine große Straße brauchen, die zu einem neuen Industriesektor führt. Und die werden wir durch einen Tunnel schicken. Oder wir werden einen Safe Game machen. Alles ist möglich hier. Aber das ist ein bisschen Aufwand, ne? Ein bisschen kleiner Aufwand hier. Sehe ich das? Können wir das auch bis ganz runterleiten? Das wäre ganz toll. Dann kommen wir direkt hier am Ort. Bis. Uff. Krass, oder? Es geht bis hier durch. Habe ich doch gerade einen Punkt gesehen. Da! 43.000 Arbeitstage, klar, easy. No, mach mal locker. Die wird ja nie fertig. Wir machen das ein bisschen, das selbst 18.000 ist schon viel. So, machen wir das so. Gut. Im Zweifel werden wir ein bisschen händisch nachhelfen müssen. So, hier wird unsere Verarbeitung herkommen. Boah, echt jetzt? Muss man ein bisschen anpassen gerade. Und dann werden wir hier unsere Verarbeitungsgeschichte machen. So, das bauen wir so. Okay. Und dann werden wir anfangen und werden hier schon mal erste Möglichkeiten bringen, dass wir hier unsere Kohle machen. Das bedeutet, wir brauchen als allererstes eine Kohlemine. Hier ist generell wenig, aber es ist verfügbar. Haben wir noch irgendwo einen besseren Punkt? Hier oben war das. Ich versuche das mal da reinzustellen. Meinetwegen. So. Dann werden wir Kohleerz in einen großen Rohstoffspeicher einleiten. Und da fehlt uns jetzt ein Bagger für. Für den Bagger werden wir hergehen und werden heute mal was Neues bauen. Nämlich hier draußen brauchen wir ein bisschen mehr Liebe. Ich muss es bloß erst finden. Mods. Huge Construction Office. Das wird hier hinkommen. Am Ende vom Tunnel. So, das werden wir hier hinbauen. Es wird auch quasi jetzt nochmal eine kleine Querstraße eingebaut werden von hier drüben. Okay, die ist ein bisschen arg heavy. Aber die geht dann auch von mehreren Seiten auf diesen Teil ran. Das finde ich eigentlich ganz passabel. Dann haben wir hier auf jeden Fall zwei mögliche Anfangspunkte. Dass quasi, selbst wenn der Tunnel noch nicht fertig sein sollte, was noch ein bisschen dauert, ja, dann haben wir hier noch einen zweiten Angriffspunkt auf diese Ecke und dann können hier von zwei Seiten können unsere Bagger rollen. Gut, jetzt soweit dazu. Wir müssen natürlich jetzt auch hier nochmal ein Stückchen weiterkommen. Gut, das Construction Office haben wir. Wichtig ist, dass wir Kohle generieren und damit einen Heating Plant mit 8 Tonnen bei maximaler Produktion. Okay, das ist viel.
Das ist viel, was wir hier brauchen. 2000 Arbeitstage gehören da rein. Das ist auch sehr viel, dass wir das Heating Plant haben. Das macht aber, wie gesagt, nichts. Wir müssen, wichtig ist, dass unsere Kernstadt versorgt wird mit Heizung. Die Außen, den Neubau, also die Neustadt, muss auch versorgt werden. Und was auch wichtig ist, warum habe ich denn eigentlich jetzt immer noch das so? Was auch wichtig ist, und das ist extrem schwierig, glaube ich, für uns, hier hinten, das muss auch mit Heizung versorgt werden. Also da werden wir auch irgendwie schauen, dass wir vielleicht noch ein kleines Heizungskraftwerk dahin bauen. Irgendwie sowas. Zumindest, dass ein bisschen Wärme da ist. Also, wie gesagt, das stresst uns jetzt ein bisschen. Aber ich denke, wir kriegen es hin. Was wichtig ist, und das ist wirklich wichtig, es wird Kohle gebraucht. Und nicht irgendwas, sondern wirklich Kohle. Wir müssen auch verarbeiten hier hinten. Also zurück zum Rohstoffspeicher. Ja, das ist natürlich hier hinten wieder saublöd, ne? Okay, wir brauchen dieses Construction Office. Einen kleinen könnten wir ja auch reinbauen. Das geht vielleicht auch. Wir könnten ja mal ganz kurz... Wir haben ja nichts gerade im Bau, ne? Ist alles... Okay, alles klar. Nicht, dass wir wieder Fehler machen, ne? Wir versuchen das jetzt mal so. Moment. Wir müssen das gleich so bauen. Nicht mit Rubel. So. Machen wir das so. Und danach geht hier quasi dieses Ding raus. Und dann bauen wir jetzt hier eine Verarbeitungsanlage für Kohle ein. Die geht sogar bis hier runter. Okay, machen wir das so. Da haben wir hier zumindest schon mal eine leichte Produktion am Start. Wir bauen natürlich alles hier, weil Neubau ist und so, ne? Kommt hier alles mit Asphaltstraßen raus. Stopp, machen wir anders. Wir brauchen hier oben auf jeden Fall Menschen. Eine Tankstelle brauchen wir hier auch nochmal bei Gelegenheit. Kommt hier eine Tanke her? Technical Services? Technical Services? Okay, wir bauen es mal. Wir werden natürlich auch... das mit den Technical Services ist mir jetzt gerade ein bisschen neu, aber wir bauen es mal. Ich glaube, das wird für uns relativ relevant werden. Zum Glück ist das eben die Neubausiedlung. Wir werden auf jeden Fall jetzt hier eine komplette Stadt hochbauen. Die Städte können wir relativ schnell bauen. Also alles, was mit einer Stadt zu tun hat, ist sehr, sehr schnell zu bauen, weil wir die Platten einfach in rauen Mengen haben. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Ding. Lass mal ganz kurz schauen. Wir werden uns versuchen, hier oben eine Bushaltestelle hinzusetzen. Gut, dann haben wir hier schon mal den Ausgang für die Bushalte. Ja, okay, das war natürlich Klassik. Okay, so, dann müssen wir die Bushalte anders legen. Das baut er jetzt wieder mit Baggern. Da sind jetzt gerade Bagger verfügbar. Das ist echt seltsam manchmal. Okay, machen wir es mal so. Jetzt wieder keiner verfügbar. Jetzt schon. Okay, sollen sie das mal bauen? Vielleicht ist das wirklich gerade so, dass wir hier keinen Bagger haben. Das kann schon sein, ne? Aber gut, wie dem auch sei. Jetzt schauen wir gerade, ob wir hier irgendwo durchkommen. Ne, hier ist auch keiner. Wir brauchen erst die Geschichte von da. Und wir werden jetzt Folgendes machen, das hat absolute Priorität. Wir werden diesen Straßenabschnitt für alle unsere Baufahrzeuge freigeben. Hier an diesem Ding darf jedes Baubüro, das wir besitzen, reingehen.
Das wird hier ähnlich sein, aber da kommt noch keiner hin. Und hier auf der Baustelle, es kommt auch noch keiner hin, weil der Weg davor noch nicht gemacht ist. Okay. Wir haben doch in weiser Voraussicht, hatten wir doch hier unser komplettes Neubau mit den ganzen Asphaltierern und so weiter gemacht. Das bedeutet, hier müssten ja wirklich auf wenige Meter, müssten ja hier viele Construction Offices auch dran sein. Dann können die nämlich loslegen. Okay, die haben auch noch wahnsinnig viele Straßen selbst zum Bearbeiten. 20. April, meine Lieben. 12 Grad. Die Menschen frieren. 12 Grad ist nicht angenehm. Wenn du 12 Grad in der Bude hast, ist es schon frisch. So. Wir gucken mal. Okay, wir gucken mal. Das wird jetzt extrem interessant werden, wie wir das hinbekommen. Wir haben noch ein bisschen Geld. Und Geld ist okay. Nee, wir haben tatsächlich, da reicht wahrscheinlich die Reichweite von unseren Baggern einfach nicht mehr her. Das ist schon sehr weit. Und hier haben wir, glaube ich, keinen einzigen Bagger drin, ne? Aber wir könnten Folgendes machen. Wir verkaufen hier ein Fahrzeug und kaufen uns für hier einen Bagger. Dann müsste hier ein Bagger verfügbar sein. Und hier verkaufen wir auch einen davon. Kaufen uns hier auch noch einen Bagger. Ich mag einen Bagger. So. Zwerg mag Bagger. Gut. Dann machen wir das jetzt mal. Vielleicht klappt's ja. Hier war doch der Punkt gerade. Ja, jetzt geht's auch. Sehr schön. Okay, der Safe Game kommt noch. Warum jetzt nicht? Lass mich raten, die haben den gerade für irgendwas anderes rausgeschickt, oder? Natürlich, der Bagger fährt. Der auch. Die tanken wahrscheinlich jetzt gerade. Ich nehme nicht an, dass die irgendwo hinfahren. Nee, die tanken wahrscheinlich gerade, weil die low an Sprit sind. Okay, wir haben 16 Grad jetzt wieder. Der Morgen graut. Nee, der... Oh, nee, ist die Abendsonne. Uff, mir fällt gerade noch was Neues ein. Und zwar, wir haben... Mal ganz kurz Pause machen. Ich habe mir einen neuen Mod geholt. Das wurde ja sich auch im Spiel tatsächlich letztens gewünscht. Und zwar, wir werden den ausprobieren. Das ist der Mod folgendermaßen. Ich muss erst mal finden, da... Run on the River Hydrogen. Also hier quasi, das ist unser Kraftwerk am Fluss. Ich muss bloß schauen, gerade wie das funktioniert. Da geht's. Warum geht das jetzt hier nicht? Es ist echt schwierig, hier reinzubauen. Warte mal kurz, wir versuchen das mal hier oben noch ranzubauen. Das wäre total geil, wenn das funktioniert. Teil des Gebäudes, es muss im Wasser sein. Ja, ja, aber das muss ganz exakt im Wasser sein, sonst geht's nicht. Ist das hier so blöd? Jetzt müsste es eigentlich passen. Aber das ist, muss man begradigen, glaube ich. Okay. Schauen wir mal. Machen wir diesen Bereich hier komplett anders. Und werden hier mal ein bisschen den Rand hier anheben. So. Okay. Und jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Kurz wieder suchen, wo es war.
geht's gar nicht mehr hin, oder was? Warum geht das hier nicht ran? Das müssen wir rausfinden. Das wäre voll geil, wenn das funktionieren würde. Aber dieser angepasste Teil mag er jetzt gerade nicht. Vielleicht muss er den erst nochmal berechnen. Aber das wäre halt natürlich für unsere Stromproblematik sehr, sehr günstig. Muss im Wasser sein. Oder vielleicht muss das ein bisschen höher? So. Schauen wir mal gerade. Wir könnten das ja noch ein bisschen anheben. Mal gucken, was er macht. Jetzt mag er es wieder. Außer an der Wasserkante, da mag er es nicht. Vielleicht, weil es hier zu wenig tief ist. Das kann auch sein. Schauen wir mal. Echt schwierig einzubauen, muss ich sagen. Ha! Okay. Da war gerade ein Punkt, ich habe ihn gerade gesehen. Eigentlich müsste er doch den mögen. Aber den mag er jetzt nicht, weil er den tatsächlich hier... jetzt mal tiefer. Vielleicht ist es dann einfacher für ihn. Okay. Hier wäre es schon fast okay. Gar nicht so easy, das reinzupacken. So. Schauen wir mal, ob er das jetzt nimmt. Ja. Tatsache. Bazinga, meine Lieben. So. Wo ist hier die Bushalte? Hier. Hier die Bushalte hin. So. Dann fahren wir bis hier rüber. Und das packen wir jetzt nochmal schön an. So, wie es aussieht. So. Gut. Bauen. Und dann kommen noch Fußgängerwege hier ran, an die Geschichte. Bauen. Und dann bauen wir an die Fußgängerwege, weil das ist ja, wie soll ich sagen? Also, meine Lieben, das kann man jetzt nicht einfach so stehen lassen, ja. Hier muss auf jeden Fall ein Symbol her, ja. Das ist ein symbolisches Gebäude. Wir erzeugen quasi kommunistischen Strom aus Wasser, ja. Also noch besser geht's ja gar nicht. Das ist ein Sinnbild für unsere Überlegenheit, meine Lieben. Ich finde, das muss, da muss man einfach auch zeigen, was man hat. Ja, also noch überlegener kann unser Sowjetstaat ja gar nicht sein, als aus dem Nichts Energie zu erzeugen. So. Gut, Strom theoretisch läuft das jetzt dann, werden wir auch sehen. Wir werden dann mal ganz kurz laufen lassen. Wie gesagt, wir dürfen nicht in den Herbst kommen, ohne dass wir Energie haben, beziehungsweise ohne, dass wir Wärme haben für die Genossen, ja. Und natürlich Strom ist in Arbeit. Da seht ihr, da wird auch viel dran gewurschtelt. Auf unserer neuen Stromtrasse. Auch da haben wir natürlich hier auch noch mega viel Arbeit. Hier hinten wird unser neues Kohlekraftwerk zukunftsweisend für die Genossen
natürlich rangepackt. Und wenn das steht, werden wir dann weiter gucken, wie das mit der Geschichte hier vorne auch noch geht. Gut, jetzt werden wir natürlich hergehen und ich habe natürlich auch noch mich nicht lumpen lassen. Hier ist ja schon ein Transformator. Die Leistung ist aber überragend schlecht. Da ist kommt nichts raus. Wir haben noch einen neuen Transformator auch noch, der auch kleinere Strompackungen rein kann. Aber das ist in dem Fall tatsächlich nicht der richtige. Ich schau mal, ob ich nochmal einen anderen... Oh, das Panzermonument wollte ich nochmal bauen. Das ist ja auch ein neuer Mod. Ich mag diese neuen Mods. Die werden wir hier so hinstellen. Na, sicher ist sicher. An die Bahnlinie ist das gut. Ist gut. Da passt der Panzer auf die Bahnlinie auf. Finde ich eine schöne Idee. Gut. Wir haben jetzt hier nichts weiter, was Strom noch rausholen könnte. Das sehe ich jetzt nichts, was uns jetzt was bringen würde. Das Bitumenkraftwerk werden wir uns nochmal anschauen. Das sehe ich auf jeden Fall. Gut. Dann werden wir jetzt mit klassischen Verteilungsschaltern arbeiten müssen. Das bedeutet, wir werden dieses Teil hier wegrupfen. Hier kommt ja dreimal Strom raus, das werden wir auch nehmen. Das bedeutet, wir werden jetzt auf Pause gehen, werden jetzt für Geld bauen müssen, weil das können wir nicht lange so halten. Das bedeutet, wir werden diese Reihe wegreißen und werden dann hier werden wir einen erstmal reinbauen, das sollte reichen. Und dann bauen wir hier erstmal diese Übertragungen wieder auf. Das heißt hier rüber und hier rüber wird das für Geld gebaut. So, hier kommen wir nicht raus. Das heißt, wir nehmen den Ausgang und gehen hier rein. Anders, Abbruch. Wir gehen mit den ganz großen 18er Leistung rein. Ich weiß gar nicht, was erzeugt das Wasserkraftwerk eigentlich bei maximaler Auslastung? Mal ganz kurz schauen. 160 Megawatt Strom kommen bei maximaler Auslastung daraus. Da fliegen dir die Löffel weg. Kommen wir mit 18 Megawatt im Strom einspeisen nicht weit. Aber gut, was soll's. Hauptsache erstmal hier in beide Richtungen, links und rechts und so, ne? Vollgas. Gut, dann bauen wir jetzt noch hier die Straße dann auf. Die kann auch gleich mit Asphalt gebaut werden. Wie gesagt, wir bauen jetzt momentan alles liebend gerne mit Asphalt. Dann müssen wir es schon mal später nicht mehr aktualisieren. Das machen wir auf jeden Fall. Und in der Zwischenzeit wird dann das hier auch noch für Rubels gebaut. 11.000 sollten wir haben. Kurzer Baustart. Zack. Okay, dann ist das jetzt erstmal angeschlossen. Ja. So. Okay. Gut, 23. April, meine Lieben. Es wird heiß werden in diesem Sommer. Zumindest für uns jetzt. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Hauptsache die Disco hört jetzt endlich mal auf. Gut, wie schaut es hier aus? Da sind einige Baubüros. Es fahren auch viele Fahrzeuge an, unter anderem ein Kipper. Okay. Wie viele fahren hier an? Ein Kipper. Also es ist nicht viel. So. Okay. Gut. Wenn das natürlich jetzt so lange dauert, dann ist das natürlich erstmal schwierig. Aber es kann natürlich auch einfach sein, dass die Meerkipper jetzt erstmal auf dem Weg sind. Okay. Das wird natürlich jetzt mit unserem Baubüro hier, wird das natürlich besser. Dieses große Baubüro hat natürlich einfach mehr Power. Da geht natürlich auch ein bisschen was. Werden wir sehen. Gut, okay. Jetzt schauen wir mal, wie wir das hier reinbekommen. Ach, das fehlt immer noch. Okay, alles klar. Da sind die anderen Bagger nicht da. Okay, die Geschwindigkeit ist da auf jeden Fall. Und jetzt sollten auch langsam mal mehr als ein Fahrzeug dahin kommen. So. Na gut. Das Gute an der Sache ist, dass diese Fahrzeuge, die haben, bauen alle gerade an den Asphaltstraßen. Die sollen auch gar nichts anderes machen, als Asphaltstraßen zu bauen. Das gleiche machen die auch. Wir werden hier nochmal einen Roller wegnehmen.
und nochmal einen Roller wegnehmen. Und kaufen jetzt hier einen Bus und einen Kipper. Gut. Damit sind die nämlich jetzt komplett einsatzbereit, weil das haben wir bisher noch nicht gemacht. Dann werden wir hier auch mal den Roller wegpacken. Und den auch. Machen hier dasselbe. Wir kaufen wieder einen Bus und einen großen Kipper diesmal. Na, weil die können nämlich dann auch viel mehr ranbringen, ohne dass sie auf andere Baubüros erstmal angewiesen sind, können die selber arbeiten. Wir haben Feuer auch gelöscht, schön, das ist gut. Naja, war ja klar, ne? So. Gut, meine Lieben. Ich glaube tatsächlich, dass an dieser Stelle die, wie soll ich sagen, die sozialistischen Wege sind gelegt. Es könnte sein, dass bei 19 Grad jetzt aktuell noch keiner große Probleme meldet. Es sind noch viele ohne Job. Und manche wollten noch eine Kneipe finden. Wir gucken mal gerade ganz kurz. Ach, guck dir das an. Warte mal ganz kurz. Hier zum Beispiel. Das ist die Temperatur. Und die ist halt jetzt die Außentemperatur gerade. Die Leistung ist hier völlig durch den Wind. Hier kommt nicht viel an. Aber es sind Gäste drin. Gut. Hier sind die Forklifts. Die bringen Essen und Kleidung an unsere Burgers. Die wollen natürlich hier konsumieren. Und hier können viele Leute auch tatsächlich rein. Das ist sehr, sehr schön. Okay. Aber das hier funktioniert. Es sind aber super viele Burgers tatsächlich ohne Job. Das wollte ich nochmal ganz kurz nachschauen. Nee, es geht. Es geht. Das sind relativ. Es ist moderat. Hier hinten ein paar mehr. Aber das kriegen wir noch hin. Gut. Meine Lieben, das ist erstmal diese Folge zu Workers and Resources Soviet Republic gewesen. Mit Temperatur jetzt dabei. Macht die Sache natürlich deutlich schwieriger. Werden wir aber sehen, wie das wird, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, gehabt euch wohl. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao. To lay around the house and daydream till the afternoon, thinking about the times that we had when this was all that we knew, when this song was still new, when this all was still